Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Ja, Sarah, ich bin 29 Jahre alt, verheiratet, habe zwei wundervolle Kinder und ich wohne in Tirol. Ja, in Tirol. Oder soll man besser sagen, Birol? Es gibt ja mittlerweile viele Normen wie unser wunderschönes Land. Und zu der Vorstellung muss ich nur dazu sagen, ich war immer ein Mensch, der seine Meinung frei geäußert hat. Es gibt Leute, die haben mich dafür geachtet und es gibt Leute, die haben mich dafür geliebt. Ich bin ja immer nur ein Mensch, der seine Meinung offen mitteilt und ausspricht. Im schlimmsten Fall auf Kosten anderer. Ist mir egal. Ich halte meinen Mund nicht. Und jetzt halte ich ihn gar nicht mehr. Der ganze Schwachsinn, was da abgeht. Wie lange willst du denn noch mitmachen? Wie lange willst du noch zuschauen? Wie sie uns einsperren, wie unsere Alten einsam sterben, wie unsere Kinder leiden. Und wer jetzt sagt, sie leiden nicht? Der Lierk. Ganz einfach, der Lierk. Oder er kennt seine Kinder nicht. Es fängt an bei unserer Gesundheitspolitik. Die netten Herren auf der Regierungsbank, die wissen wir ja alle. Der Mit-30er, Anfang-30er, Studienabbrecher, der noch nie wirklich gearbeitet hat. Der Alkoholiker, von dem man ja nicht mehr viel hört, in so einem super tollen Sportminister mit der Wampen, der keine Ahnung hat, was er da eigentlich tut. Jetzt darf er ja auch noch Justizminister spielen, bis die eine wieder auf der Karenz zurück ist. Dann unser super Finanzminister, der seine Frau mit dem Laptop spazieren geht, wenn er Razzia hat. Und dann unser wundervoller neuer Gesundheitsminister, Dr. Mückenstein. Wow, klingt ja eindrucksvoll. Möcht man meinen, ein Mann mit einem Doktortitel, der hat Ahnung. Aber Impfung geht nicht ins Blut. Naja, wo geht sie denn dann hin, du Arschloch? Wo geht die Impfung hin? Eine Impfung wird ins Gewebe gespritzt, ins Lymphgewebe. Lymphgewebe enthält Lymphflüssigkeit. Lymphflüssigkeit geht ins Blut. Eine Impfung geht nicht ins Blut. Woher denn? Alle keine Ahnung. Und jetzt? Sind wir an dem Punkt angekommen, wo sie auf unsere Klärnsten losgehen? Ja? Lollipop-Tests im Kindergarten. Echt jetzt? Zuerst Rachenabstrich, dann Nasenabstrich, dann Spucktest und jetzt Lollipop-Test für Kleinkinder? Echt? Ihr seid ja wahnsinnig. Wenn der Zeitpunkt kommt, an dem ich die Nachricht vom Kindergarten von meinem Vierjährigen kriege, dass er ohne negativen Corona-Test nicht mehr in den Kindergarten gehen darf, dann bleibt er daheim. Weil eine Krankheit, bei der ich mich testen muss, damit ich weiß, dass ich sie habe, eine Infektionskrankheit, eine Erkältungskrankheit, ja? Wohlgemerkt, weil es gibt Krankheiten, da muss man sich sehr wohl testen, damit man es weiß. Man, AIDS, Hepatitis und so weiter, braucht man nicht reden. Aber eine Erkältungskrankheit, eine Erkrankung der Atemwege, ja, bei der ich mich testen lassen muss, damit ich weiß, ob ich sie habe, ist keine Krankheit, sondern politisches Totalversagen. Ja. Und jetzt sind unsere Kinder dran. Ja. Impfzulassung für Kinder ab 2022. Wenn ihr euch das Zeug einjagen lasst, dann ist das eure Entscheidung. Ihr seid für euer Leben verantwortlich. Jeder, wie er will. Aber wenn ihr eure Kinder impfen lasst, die selber noch nicht entscheiden können, dann überlegt einmal, wer die Verantwortung trägt. Was ist, wenn eure Kinder einen Impfschaden davon tragen? Seid ihr dann immer noch glücklich? Das sind Impfstoffe, das sind ein paar Monate erforscht. Ein paar Monate. Ja? Und es ist scheißegal, ob man von AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson oder Sputnik reden.
Es ist scheißegal. Es ist alles der gleiche Dreck. Es ist das pure Gift, was eigentlich in die Adern jagt. Es ist pure Gift. Und das willst du jetzt auch noch eigentlich Kinder geben? Im Ernst? Und in 20 Jahren, wenn eigentlich Kinder dann selber so weit sind, dass sie Familie gründen wollen und feststellen, dass sie unfruchtbar sind oder nur behinderte Nachkommen kommen, dann tragst du es die Verantwortung. Es seid für eure Kinder und deren Wohl verantwortlich. Alles, was es jetzt in der Kindheit macht, ist eure Verantwortung. Denkt mal drüber nach. Ja? Mit der Testerei, ja, erreicht es genau, dass wir aus dem Scheiß-Lockdown nie wieder rauskommen. Weil umso mehr Tests gemacht werden, umso mehr positive und auch falsch positive Ergebnisse haben wir. Was ja eigentlich logisch ist und jeden einleuchten müsste. Aber na, die Leute laufen zum Testen, weil sie zum Friseur wollen, weil sie einen Kaffee trinken gehen wollen, weil sie keine Ahnung was immer. Seid sie es umgeschlagen? Haltet sie es? Habt sie es so schier daheim, dass sie es nicht einmal daheim aushaltet? Wir kennen die alle kreuzweis. Für alle, die die Schnauzen voll haben und endlich was für ihre Kinder tun wollen. Ja? Und meine Meinung vielleicht auch nur annähernd teilen. Spiegelt das Video, dann siehst du es richtig. Team Tirol. Ja? Das sind einmal Leute, die nicht nur Internet-Rambo spielen, sondern was bewirken wollen, auf die Straßen gehen. Nicht für sich selber, sondern für die Bevölkerung, für alle, damit sich was ändert. Weil es wird sich nichts ändern, wenn sich die Leute nicht wehren. 15.05. um 14 Uhr. Am Landhausplatz. In Innsbruck. Leute, und das ist ein Pflichttermin. 200, 300 Hanseln. Die wird keiner ernst nehmen. Ein paar Tausend müssen sie ernst nehmen. Tut's was. Macht's was. Kämpft's in die Gänge. Wir sehen uns am 15. und 14 Uhr in Innsbruck am Landhausplatz. Macht es gut dabei.